Guten Morgen, meine Lieben. Heute begrüße ich euch zur Monatslegung. Und zwar für den Monat Februar 2024. Auch heute ziehe ich eine Karte, da ist sie schon, aus dem Krafttier-Orakel-Deck. Und zwar aus dem Deck der Krafttiere von Thomas Raschke. Und dann gibt es eine Legung, ein großes Blatt mit dem mystischen Lenormand-Deck. Zum Abschluss werde ich aus meinen neu erworbenen Lenormand-Würfeln, insgesamt sind es 6, aber ich wähle davon 3 aus und die werde ich über unsere große Legung würfeln. Und da, wo die Würfel dann liegen, haben Sie vielleicht zu diesem Thema noch etwas Besonderes zu sagen. Das wird sich dann rausstellen. Ja, und somit bedarf es keinen Zeitstempel. Es geht sofort los. Vorweg nur noch einmal, wie immer, der Hinweis, es ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Aussagen können nicht auf euch zutreffen, müssen nicht auf euch zutreffen, Entschuldigung. Können aber natürlich auf euch zutreffen. Das muss jeder so ein bisschen einfühlsam für sich selbst erkennen. Ob das eine Legung ist, wo er sagt, doch, das nehme ich für mich in Anspruch. Oder ob er sagt, nee, diesmal war gar nichts dabei. Aber bei den Monatslegungen, egal, auch bei den Sternzeichenlegungen, erwähne ich immer, es ist sinnvoll, nach 1-2 Wochen vielleicht noch mal reinzuschauen, und Revue passieren lassen, denn oft kristallisiert sich so in den ersten Wochen dann etwas aus dieser Legung für einen heraus, wo man gar nicht mehr dran gedacht hat, weil die Zeit geht eben weiter und man merkt sich natürlich nicht jeden Inhalt von den Legungen. Deshalb rate ich immer, ruhig nochmal Revue passieren lassen nach 1-2 Wochen. Und dann noch zum Abschluss für mich jetzt, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch alle für jeden Daumen hoch, den ihr da lasst, für jeden netten Kommentar und natürlich ganz besonders danke ich auch fürs Aktivieren des Glöckchens und ja, für die mehr und mehr zunehmenden Abonnentenzahlen. Ganz lieben Dank euch allen und jetzt schauen wir, welches Krafttier begleitet uns im Februar. Da haben wir den Flamingo mit der Überschrift Verwurzelung. Ja, würde mir jetzt sagen, es wird sich etwas verwurzeln. Man selbst wird sich eventuell verwurzeln, um an ein bestimmtes Ziel ranzukommen. Und da schauen wir, der Flamingo möchte Ihnen sagen, es gibt Bereiche in Ihrem Leben, die nicht in Ordnung sind. Überprüfen Sie alles und richten Sie Ihr Leben neu aus. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um zu handeln. Ja, manchmal mag es so sein, dass man irgendwo so ein Gebiet noch hat, was einen beschäftigt, aber wo man noch nicht so recht weiß. Ist das sinnvoll? Bringt mir das überhaupt was? Also da muss jeder auch so wiederum in sich reinhorchen und erkennen, wo ist etwas, was ich hier noch richten muss, in eine andere Richtung gehen muss, wo ich erkennen muss, das ist noch nicht mein Weg. Da müsst ihr natürlich erkennen, was da auf euch zutrifft. So, und jetzt warte ich, bis die erste Karte gesprungen ist und da ist sie und den Rest nehme ich von oben runter. Und da haben wir die Schlange. Die Schlange legt sich in das Haus des Reiters. Das heißt, hier wird es für viele von euch Neuigkeiten geben. Neuigkeiten, die euch aber auch raushelfen können. Aus Verstrickungen, die euch in die Gesundung bringen können, das werden wir jetzt an den Folgekarten erkennen.
Es geht um Neuigkeiten, auch bei vielen von euch, von einem Gegenüber. Aber da sich das Gegenüber hier ins Haus des Klees legt, würde ich sagen, es sind positive Neuigkeiten. Es ist also nichts, wo ihr jetzt beängstigend draufschauen müsst. Und schaut euch mal an, wir haben direkt daneben die Sonne. Das heißt, auch hier im Hause des Schiffes sehen wir, hier setzt sich etwas in Bewegung, was euch zu Glück und Erfolg verhilft. Also die ersten drei Karten haben schon super mäßige Aussagen. Und im Haus, auf dem Platz des Hauses, legt sich das Herz. Das heißt, auch in eurem ganzen Fundament können sich jetzt Herzenswünsche erfüllen. Es geht hier etwas, es kommt etwas in Gang. Und vielleicht genauso wie hier zu erkennen war, dass man noch nicht alles so geordnet hatte. Aber der Hinweis vielleicht, dass es jetzt hier in Gang kommt. Es kommt in Gang und damit kommt ihr auch raus aus den dunklen Wolken. Das heißt, aus den Unklarheiten. Ihr könnt rauskommen und nach vorne schauen und erkennen, dass sich hier für viele von euch neue Türen öffnen. Neue Türen öffnen und das mit Sicherheit. Wenn man, und da sind wir wieder bei der Ausgangskarte, die richtigen Entscheidungen trifft. Ihr seid hier gefragt. Ihr müsst Entscheidungen fällen. Entscheidungen fällen, die euch zu einem wunderbaren Neuanfang verhelfen. Und schaut euch mal an, wir haben hier im Hause des Sarges den Neuanfang. Das heißt, dieser Lebenszyklus, der hier zu Ende geht für viele, birgt einen Neuanfang. Und dieser Neuanfang, der verhilft euch zur Gesundung. Der verhilft euch wieder in die Stabilität zurückzufinden. Bei vielen, wie gesagt, kommt es zu Entscheidungen, die mit einem Gegenüber zusammenhängen können. Und diese Entscheidungen öffnen mit Sicherheit neue Türen. Sie führen zu Glück und Erfolg und erfüllen bei vielen von euch Herzenswünsche und bringen euch endlich Klarheit. Und nicht nur Klarheit wartet hier, hier wartet auch Ruhe und Harmonie. Hier kommt wieder alles ins Gleichgewicht und ihr findet auch wieder in die Stabilität. Der Anker legt sich hier ins Haus der Sense. Das heißt, hier kann es schnell passieren, überraschend kann es passieren, dass man hier wieder in seine Kraft, in seine Stabilität zurückfindet. Es kann aber auch bei dem einen oder anderen ein Hinweis sein, dass es hier Stabilität und Veränderung geben kann, was Glück bringt im Berufsbereich. Und das überraschend und schneller wie erwartet. Hier kommt es zu Einladungen, zu Geschenken, zu Gesprächsführungen. Die Blumen liegen hier im Hause der Ruten. Das heißt, hier war etwas in Anspannung. Hier war man in einer Ungewissheit gefangen. Man wusste nicht, wie geht das Ganze hier bei vielen auch im Beruf weiter. Wir sehen, im Beruf wartet Glück und Erfolg. Vertraut eurer eigenen Kraft und Stärke. Das ist wichtig. Ihr habt hier auch, der eine oder andere von euch, hat hier auch einen Mentor an seiner Seite. Das heißt, hier ist jemand, der eine Autorität darstellt, der etwas zu sagen hat in eurem vielleicht Berufsbereich, der sich für euch einsetzt, der sich stark macht. Und das direkt für euch als Fragesteller. Die 29 ist hier in einer allgemeinen Legung die Karte des Fragestellers. Egal, ob hier ein Mann, eine Frau, egal welchen Geschlechts ihr hier zuschaut. Es ist das
bezieht sich hier auf euch als Fragesteller. Und ihr legt euch direkt in das Haus des Kindes. Das heißt, hier doppelt sich das Ganze. Das Kind liegt im Haus des Sarges, wo man sagt, ein Lebenszyklus beendet sich, ein neuer beginnt. Mit dem Kind haben wir den Neuanfang. Und ihr liegt im Hause des Kindes. Also auf euch persönlich wartet hier ein Neuanfang. Ein völliger Neubeginn, auch bei vielen im häuslichen Bereich. Das kann also darauf hindeuten, dass der eine oder andere von euch Umzüge plant oder Umzüge jetzt gerade in Gang setzt. Geht schlau voran. Lasst Neider außen vor. Beachtet Neider nicht. Es gibt immer Menschen, die euch das eine oder andere missgönnen. Ihr müsst euren Weg finden. Und alles, was hier negativ auf euch einwirken will, lasst es hinter euch. Lasst es hinter euch. Trennt euch von Klatsch und Tratsch und schaut nach vorne. Schaut einfach nach vorne. Die Vögel liegen hier im Haus des Sterns. Der Stern verspricht Klarheit, verspricht Wunscherfüllung. Auch das kann hier durch die Vögel an euch weitergegeben werden. Wir haben hier im Haus der Störche den Klee. Die Störche sprechen für positive Veränderungen. Und mit dem Klee wird das Ganze nochmal unterstrichen. Das heißt, es kommt zu glücklichen, positiven Veränderungen. Und das bei vielen sogar im finanziellen Bereich. Das kann also, wie gesagt, sowohl im finanziellen, die Fische sprechen für finanzielle und oder emotionale Fülle. Das müsst ihr wieder zuordnen. Kommt ihr überraschend zu einer größeren Geldsumme, dann betrifft es hier den finanziellen, die finanzielle Fülle. Sind es Menschen hier, die euch Ruhe und Harmonie bringen, die euch einladen, die euch unterstützen, auch in Form eines Gegenübers, dann ist es die emotionale Fülle. Wichtig ist nur zu erkennen, dass es Zeit ist, hier aus dem Rückzug rauszukommen. Der Turm liegt in seinem eigenen Haus. Das heißt, er liegt im Haus des Turmes. Das bedeutet im Grunde genommen Mauern einreißen. Es spiegelt sich hier mit der Sonne. Es lohnt sich also, Mauern einzureißen, weil hier wartet Glück und Erfolg. Und wir sehen direkt daneben den Sarg. Und das ist im Grunde genommen der Hinweis, dass man sagen kann, es ist jetzt an der Zeit, einen Lebenszyklus wirklich hinter euch zu lassen, einen neuen zu begrüßen und hier vielleicht im Hause des Parks Öffentlichkeit in Anspruch nehmen. Das können Behörden sein, das können Gruppen sein, irgendwelche Menschen, die euch aus der Öffentlichkeit heraus unterstützen können. Unterstützen können und euch damit wirklich befreien von Blockaden und Hindernissen. Denn der Baum liegt im Hause der Blockaden des Berges. Und wir sehen, mit dem Baum geht es aber in die Gesundung, in die Neuverwurzelung, genau wie wir es hier als Überschrift haben. Verwurzelung. Neu wachsen. Du kannst völlig neu wachsen. Und schaut euch an, daneben legen sich die Sterne. Die Sterne, die Klarheit bringen und die auch Wunscherfüllung bereithalten. Und diese liegen im Hause der Wege. Das heißt, ihr werdet hier Wege erkennen, die euch zur Klarheit verhelfen. Ihr werdet Wege nutzen, die euch weiterbringen und euch eurer Wunscherfüllung näher bringen. Es gibt hier auch Nachrichten, die Negatives rauskehren.
Ihr hattet hier in vielen Dingen, in vielen Bereichen, wie auch die Überschrift ja sagte, noch so verschiedene Sparten, wo man unzufrieden war, wo es ungeklärte Situationen gab, wo man nicht weiter wusste. Auch das geht jetzt ins Positive. Es geht ins Positive. Man kommt raus, weil wir hier auf dem Platz des Herzens das Kreuz haben. Das heißt, hier gehen nicht nur Herzenswünsche in Erfüllung, sondern das Schicksal wird euch zur Erfüllung verhelfen. Wir haben hier das Kreuz dabei liegen. Das heißt, hier spielt das Schicksal mit, um euch eigentlich in die richtige Richtung zu begleiten. Im Hause des Ringes haben wir jetzt den Mond. Der Ring spricht für Verträge, für Beschlüsse. Er spricht aber auch für den Beginn eines neuen Kreislaufes. Der Mond ist im Grunde genommen ein Hinweis, hier können sich jetzt Sehnsüchte erfüllen. Der Mond ist immer so, man schaut voller Sehnsucht vielleicht in den Himmel und beobachtet den Mond. Diese Sehnsüchte, die werden jetzt ein Ende haben. Hier kommt etwas in Gang. Wie gesagt, bei vielen unterstrichen durch Verträge und Beschlüsse, die endgültig wirklich zu positiven Veränderungen führen. Im Hause des Buches legen sich die Störche. Das heißt, hier beginnt ein neues Kapitel. Ein neues Kapitel mit diesen positiven Veränderungen. Und das schneller und überraschender, wie man erwartet hat. Hier kommen noch Nachrichten auf euch zu. Und da sehen wir, dass es auch hier wieder mit der Sense ein Hinweis ist, es geht schnell, es ist überraschend, es ist gravierend, weil man sagt, ein Schnitt. Es entsteht ein Schnitt, wenn die Sense zuschlägt. Und so sehe ich es hier, ein Schnitt in eurem Leben, das aber zu positiven Veränderungen, zu dem Beginn eines neuen Lebenszykluses führen wird, der euch als Fragesteller neue Türen öffnet. Neue Türen öffnen sich. Und wir haben hier den Park, die Öffentlichkeit. Auch auf dem Platz des Gegenübers kann das durchaus ein Hinweis sein, dass euer Gegenüber, das muss nicht immer, wie gesagt, ein Liebes- oder Lebenspartner sein. Es ist jemand, der euch wichtig ist. Ja? Das muss ich immer wieder klarstellen, weil viele schreiben, ich bin Single, ich habe kein Gegenüber. Aber ich denke, dass jeder eine Bezugsperson hat, die ihm sehr nahe steht. Und das kommt auch mit einem Gegenüber mitunter zum Ausdruck. Sicher, in der Regel sagt man, ist es ein Partner, aber man muss sich darauf bitte nicht festlegen. Wir haben den Berg im Hause, in eurem eigenen Haus, genau. Das ist hier euer eigenes Haus. Das heißt, diese Blockaden und Hindernisse, die könnt ihr jetzt hinter euch lassen. Denn auch hier sehen wir, der neue Lebenszyklus, der hier wartet, der einhergeht mit Einladungen, mit Geschenken von einem Gegenüber. Auch da wartet etwas Positives auf euch. Im Haus der Lilien haben wir die Mäuse. Das heißt, diese Ruhe und die Harmonie, nach der ihr euch sehnt, die ist noch nicht komplett da. Hier ist einfach noch so ein bisschen Anspannung, hier ist noch ein bisschen Unruhe, hier ist einfach noch etwas, was noch geklärt werden muss, wo man sagen muss, hier bedarf es noch einer Klärung, um Negatives endgültig rauszukehren. Es müssen Dinge wirklich klar an- und ausgesprochen werden. Denn wir sehen jetzt hier die Blockaden, die Mäuse, die Ruten. Das heißt, hier gibt es unausgesprochene
Probleme. Und die müssen jetzt auf den Tisch. Die müssen angepackt werden und man muss versuchen, eine vernünftige Regelung zu finden. Und ich gehe davon aus, ihr werdet sie finden, weil die Routen liegen im Haus der Sonne. Das heißt, diese Gespräche, die man jetzt hier zur Klärung anleiert, die bringen euch Glück und Erfolg. Also vertraut auch auf eure eigene Stärke. Vertraut darauf, dass ihr in der Lage seid, wirklich Klärung herbeizuführen und in die Klärung zu gehen. Und diese Klärung, die bringt im Grunde genommen dann auch für viele Verträge und Beschlüsse mit sich. Hier zeigt sich dieser neue Kreislauf genau gegenüber. Wir haben hier das Haus des Ringes, wo sich der Mond reinlegte, wo ich sagte, da spielen die Sehnsüchte eine große Rolle. Und wir haben hier im Hause des Mondes den Ring. Das heißt, hier kommt jetzt Klarheit rein. Alles, was hier unklar war, wenn es Verträge und Beschlüsse betrifft, dann werden diese jetzt zu Unterzeichnungen kommen. Und sollte es kein Vertrag und kein Beschluss sein, dann ist das ein Hinweis, dass man jetzt den Intuitionen folgen soll. Den eigenen Intuitionen folgen und in einen neuen Kreislauf einsteigen. Einen neuen Kreislauf beginnen. Und im Hause des Schlüssels legt sich der Reiter. Und das sagt mir, es gibt hier Neuigkeiten, die euch mit Sicherheit Türen öffnen, neue Türen öffnen und die auch im Hause der Fische etwas in Gang setzen. Etwas in Gang setzen, was euch auch finanziell weiterhilft, was euch weiterhilft. Und wir sehen hier, und das finde ich sehr passend, im Hause des Ankers, wo man in der Schwerkraft sagt, es geht um den Berufsbereich. Beruf, Berufung. Wie gesagt, erkläre ich oft, Menschen, die nicht mehr berufstätig sind, die haben meistens ein Hobby oder haben etwas, wo sie sich für berufen fühlen. Der eine sagt, ich gärtner gerne, ich mache hier Experimente in meinem Garten, pflanze hier, pflanze dort, alles, mache alles schön. Der andere sagt, ich will mich ehrenamtlich betätigen. Das ist ein Zeichen der Berufung. Und hier im Hause des Ankers legt sich das Buch. Das sagt mir, für viele wird sich hier ein neues Kapitel eröffnen im Beruf. Es kann aber auch für viele bedeuten, man muss hier noch lernen. Man muss hier noch etwas lernen, um im Beruf weiterzukommen. Das Buch aufschlagen ist Informationen sammeln. Und das wäre ein Lernobjekt. Und zu guter Letzt, im Hause des Kreuzes, legt sich der Hund. Der Hund ist der treue, loyale Freund. Das sind Menschen, die euch wirklich loyal zur Seite stehen und die auch schicksalhaft an eurer Seite verharren. Und jetzt schauen wir mal ein bisschen ins Detail. Wir haben also hier die Schlange, wo ich sagte, rauskommen aus Verstrickungen. Umwege, alles hinter sich lassen, rauskommen aus den Verstrickungen, in die Gesundung gehen, in einen Neuanfang starten, Verträge und Beschlüsse annehmen und diese eventuell unterzeichnen oder einen neuen Kreislauf in Gang setzen. Einfach seinen Sehnsüchten folgen und ankommen. Neuigkeiten, neue Entscheidungen werden durch Gespräche zu einem Neuanfang führen. Gespräche verhelfen euch, mit Entscheidungen in einen gesunden Neuanfang.
Es erschließen sich für viele neue Dinge. Es öffnen sich für viele neue Türen. Geht intelligent und schlau ran und vertraut auf euer Schicksal. Vertraut auf die Hilfe des Universums. Das ist euer Schicksal. Das Schicksal steht an eurer Seite. Alle dunklen Wolken können sich jetzt verziehen. Hier zeigt sich die Helligkeit. Die Helligkeit auch für euer gesamtes Fundament. Das heißt, auch im häuslichen Bereich, wo es vielleicht das eine oder andere noch zur Klärung bedarf, wird mit Nachrichten zu einer Klärung kommen. Und auch da mag es bei dem einen oder anderen zu Vertrags- und Beschlussunterzeichnungen kommen. Also wer hier zum Beispiel Immobilien erwerben möchte oder im Auge hat, da kommen positive Nachrichten rein, die euch hier, wie gesagt, aus den dunklen Wolken rausholen, aus den negativen Gedanken rausholen und die hier Verträge oder Beschlüsse beinhalten oder aber etwas Neues in Gang setzen. Das können ja auch neue Vorschläge sein, wenn ihr euch zum Beispiel für eine Immobilie interessiert, dass ihr verschiedene Angebote bekommt, was auch immer, ordnet es selbst zu. Herzenswünsche gehen für euch als Fragesteller in Erfüllung und das führt euch in die Klarheit. Ihr werdet jetzt klar und genau wissen, was sind denn meine größten Herzenswünsche? Und diese können sich mit der Klarheit erfüllen. Auch wenn es hier das eine oder andere angespannte Gespräch dazu noch gibt, hier wartet die Wunscherfüllung. Hier wartet Glück und Erfolg. Ihr habt die Kraft und die Stärke. Oder der eine oder andere hat hier jemand, der ihnen mit Kraft und Stärke zur Seite steht. Auf jeden Fall kommt ihr hier wieder in die Gesundung. Ihr habt jetzt wieder die Kraft, euch neu zu verwurzeln, anzukommen und Kummer und Sorgen rauszukehren und das Ganze auch durch und mit Hilfe treuer, loyaler Freunde an eurer Seite. Ein Gegenüber, der euch wichtig ist, kommt mit Einladungen und Geschenke auf euch zu. Vielleicht muss man hier abwägen, nehme ich diese Einladungen und Geschenke noch an? Oder beende ich vielleicht auch einen Lebenszyklus mit einem Gegenüber und beginne einen neuen? Einen neuen Lebenszyklus, um hier rauszukommen, um die Blockaden und Hindernisse, die sich immer wieder in den Weg gestellt haben, hinter mir lassen zu können. Diese Entscheidung trefft ihr. Ihr entscheidet, öffne ich ein neues Lebenskapitel oder lerne ich und sage mir, jeder hat eine Chance, eine zweite Chance verdient. Das entscheidet wiederum ihr. Gesundung, rauskommen aus Verstrickungen, bei vielen auch, wie ich sagte, im Beruf. Kommt raus, reißt Mauern ein, wehrt euch, wenn man euch Steine in den Weg legt, auch von Behördenseite. Folgt jetzt euren Sehnsüchten, seid bereit und erkennt, dass sich hier ja schon ganz viel in Gang gesetzt hat. Man muss es erkennen, man muss es jetzt annehmen. Ruhe und Harmonie warten hier. Und für viele kommt es überraschend und schnell zu finanziellen oder emotionalen Überraschungen, schnell, die aber Sehnsüchte erfüllen können. Bei dem einen mag es
um die Emotionen gehen, bei den anderen um die Finanzen. Auf jeden Fall führt diese Überraschung, diese Schnelligkeit, was hier, wie gesagt, schnell passiert, bringt euch euren Sehnsüchten näher und bringt euch damit in die Ruhe und in die Harmonie. Das heißt, ihr seht jetzt alles viel ruhiger. Ihr geht überlegen vor, ihr wägt ab. Und Glück und Erfolg, Glück liegt hier auch noch einmal mit den positiven Veränderungen. Das heißt, hier kommt auch noch einmal der Hinweis auf Klarheit und auf positive Veränderungen, die hier auf euch warten. Das Schicksal wird euch lenken in euren Gesprächen. Das Schicksal wird euch unterstützen bei euren Gesprächen. Und diese führen dann erfolgreich zu neuen Verträgen, zu Beschlüssen oder setzen einen neuen Kreislauf in Gang. Gespräche und Nachrichten helfen euch raus aus Kummer und Sorgen. Und ihr könnt hier ein neues Lebenskapitel begrüßen. Ihr könnt es annehmen und begrüßen und lernen. Aus diesen Gesprächen lernen, etwas rausziehen, wo man sagt, doch, das hilft mir weiter. Jetzt erkenne ich, das und das war vielleicht mein Fehler. Ich lerne daraus. Der Neuanfang, der liegt in deinen Händen. Geh schlau und geschickt an alles ran. Du hast die Kraft, denn der Fuchs liegt im Haus des Bären. Und du kommst in die Klarheit und zur Wunscherfüllung. Denn hier Blockaden und Hindernisse können jetzt rausgehen. Es setzt sich in Gang. Hier enden Blockaden und Hindernisse. Es zeigen sich hier Veränderungen, neue Wege, Entscheidungen, die den häuslichen Bereich bei vielen von euch betreffen. Das kann also auch neue Wege, Entscheidungen können auch immer auf Umzüge hindeuten. Das heißt, hier ist etwas in Gang, was euch zu Entscheidungen auffordert im häuslichen Bereich. Aber diese Entscheidungen, die helfen euch auch irgendwie wieder in eure Gesundung zurückzufinden. Das heißt, vielleicht hat sich der eine oder andere in seiner Umgebung nicht wohlgefühlt. Oder wie gesagt, was ich schon sagte, ein Immobilienkauf, wo man neu anfängt. Auch hier sehe ich noch Neuigkeiten im Zusammenhang mit der Behörde, die darauf noch hindeuten. Das heißt, also hier kann noch irgendetwas unterstrichen werden von Behördenseite, was euch aber hier wirklich zu diesen Entscheidungen weiter verhilft. Mit Sicherheit für euch als Fragesteller wird plötzlich und schnell, also schneller als erwartet, ein alter Lebenszyklus beendet werden. Ihr geht in einen neuen Zyklus und das, wie gesagt, mit Sicherheit. Die dunklen Wolken verziehen sich. Mit Kraft und Stärke seid ihr in der Lage, Mauern einzureißen und geht jetzt in die positiven Veränderungen. Erkennt die positiven Veränderungen, nehmt sie an, begrüßt sie. Herzenswünsche gehen in Erfüllung. Mit Einladungen und Geschenken unterstrichen kommt es bei vielen zu emotionaler oder finanzieller Fülle, die eure Sehnsüchte stillt. Hier werden Sehnsüchte gestillt. Alles, was man vielleicht sich erträumt hat, kann sich hier widerspiegeln und in Gang setzen. Glück und Erfolg, bei vielen, wie gesagt, noch einmal der Hinweis auf den Berufsbereich. Da liegt das Glück dabei. Es warten auf viele von euch wirklich, und das hatte ich jetzt schon mehrfach, glückliche Veränderungen im Berufsumfeld. Also ob es eine neue Stelle ist oder ob es
betriebsintern eine Veränderung gibt, auf jeden Fall bringt diese Veränderung euch Glück und Erfolg. Ein Gegenüber versucht hier wirklich nach wie vor in die Ruhe und in die Harmonie einzutauchen und will euch eigentlich raushelfen aus den Verstrickungen. Also deshalb der Hinweis, überlegt, ob ihr den Lebenszyklus mit zweiter Chance einräumt oder ob ihr etwas beendet. Das ist hier, wie gesagt, euer Part. Noch einmal ganz kurz die Gegenüberkarten deuten. Wir haben also hier diese Verstrickung, aus der wir rauskommt, mit dem Neuanfang. Ein Gegenüber, das euch hilft, Entscheidungen zu treffen, das euch hilft, den richtigen Weg zu erkennen. Ihr könnt damit Glück und Erfolg ernten und mit Sicherheit neue Türen öffnen. Neue Türen öffnen, die euch Herzenswünsche erfüllen und in die Klarheit bringen, die euch hier aus allen unklaren Dingen raushelfen können. Ruhe und Harmonie könnt ihr auch durch Gespräche erreichen. Man kommt in die Ruhe und in die Harmonie, wenn man sachliche Gespräche führen kann und führt. Und das bei vielen auch im Berufsbereich. Geht intelligent vor und vertraut darauf, dass es hier zu Einladungen und Geschenken kommen wird. Und das auch bei vielen, bei denen es sich vielleicht um häusliche Veränderungen drehen kann. Egal, ob es hier sich nur auf den Beruf bezieht, auf die Berufung oder auf den häuslichen Bereich. Ihr habt auf jeden Fall die Kraft und die Stärke, eure Herzenswünsche in die Erfüllung zu bringen. Das kleine Glück ist hier unterstrichen vom Schicksal. Und das sind schicksalhafte Nachrichten, die hier auf viele warten, in emotionaler oder finanzieller Hinsicht. Der Turm kann hier einstürzen. Ihr müsst diesen Turm zu Fall bringen. Ihr müsst die Mauern einreißen, damit ihr hier in die Klarheit und in die Wunscherfüllung kommt. Dass ihr hier in der Lage seid, einen Lebenszyklus abzuschließen, einen neuen zu begrüßen, der euch dann wieder Kraft und Stabilität verheißt, der euch hilft, euch wieder zu verwurzeln, damit immer mehr in eure Kraft zurückzufinden. Euren Intuitionen folgen heißt einen neuen Kreislauf beginnen, heißt aber auch einen Vertrag, einen Beschluss zu unterzeichnen. Es warten positive Veränderungen. Auch wenn man das eine oder andere Gespräch noch überstehen muss, vielleicht auch eine Diskussion, wo man denkt, oh nee, jetzt reicht's, jetzt habe ich keine Lust mehr. Doch haltet durch. Ihr geht in eine positive Zeit. Die Sense, die Ernte, die Schnelligkeit, die Überraschung, das ist ein Zeichen, ihr kommt raus hier aus Kummer und Sorgen. Blockaden und Hindernisse könnt ihr wirklich hinter euch lassen, auch bei vielen mit Hilfe aus der Öffentlichkeit. Und auf viele von euch warten hier Neuigkeiten, Neuigkeiten auch von treuen, loyalen Freunden. Und hier setzt sich wirklich etwas in Gang, was ein neues Lebenskapitel für viele von euch öffnen wird. Also ich denke, es wird ein abwechslungsreicher, spannender Monat, aber im Gro kann man nichts extrem Negatives erkennen. Demzufolge sage ich, wir schauen jetzt zum einen nochmal auf diese drei Lennemore-Würfel und wir schauen, wo sie landen. So, wir haben hier den Würfel, das ist noch nicht bekannt.
Also, hier diese Einladungen und Geschenke, das sind Dinge, die jetzt erst auf dich zukommen. Hier kommen diese Dinge in Gang. Das heißt, hier hast du aber eventuell diesen Mentor, den ich vorhin erwähnte. Der Bär kann ein Mentor, eine Autorität sein, es kann aber auch deine Kraft und Stärke darstellen. Demzufolge würde ich sagen, wenn man hier diese Zeilen liest, dass hier noch nicht alles geklärt ist, dass es hier noch Gesprächsführungen, Gesprächsbedarf gibt. Und hier bei dem Lebenszyklus, der hier zu Ende geht und einen neuen Lebenszyklus eröffnet, haben wir hier denke intuitiv. Ja, und das ist ja das, was ich hier auch sagte. Überlege dir genau, will ich einen Lebenszyklus beenden und einen neuen begrüßen? Oder beende ich zwar einen belastenden Lebenszyklus, aber ich räume einem Gegenüber noch eine zweite Chance ein? Das müsst ihr erkennen. Ja, und hier bei dem Buch, das ist auch sehr passend, wo ich vorhin sagte, für viele kann sich das auch, weil es auch hier im Hause des Ankers liegt, um Lernen handeln, dass man im Beruf vielleicht noch eine Fortbildung macht, dass man noch ein Seminar besucht. Und da passt auch dieser Würfel, da steht, das kommt zu dir. Genau dieses Wissen, was du dir hier annehmen kannst, das kann jetzt zu dir kommen. Und jetzt komme ich, wie versprochen, zur letzten Karte aus dem Sacred Forest Deck. Und da schauen wir, ob hier noch eine spannende Aussage wartet. Na, nee, da drehen sich zu viele. Ich brauche bitte nur eine Karte. Eine Karte hätte ich gerne. Und da ist sie auch schon. Da haben wir die Karte, wunderschön, Hüter des Frühlings mit der Überschrift Erwachen. Ja, und das ist für mich genau passend zu dieser Legung. Das heißt jetzt erwachen. Hier, was sich in Gang setzt, wahrnehmen, erkennen, dass hier etwas am Erwachen ist, dass ich nur darauf achten muss, es anzunehmen und zu begrüßen. Ich schaue mal noch ganz kurz ins Büchlein. Hüter des Landes, nee, Hüter des Frühlings. Da sind wir. Hüter des Frühlings. Die Botschaft dazu, mach dich bereit, denn große Veränderungen stehen an. Genau das, was ich sagte. Große Veränderungen, Glück und Erfolg, Wunscherfüllung, Klarheit, emotionale, finanzielle Fülle, Glück im Berufsbereich. Große Veränderungen. Dinge, die allmählich herangereift sind, erwachen jetzt zum Leben. Und das passt hier ganz gut. Was man hier jetzt noch gar nicht so greifen kann, es erwacht zum Leben. Wage etwas, bleibe in Bewegung, bereite dich auf eine Zeit tiefgreifender Transformation und somit des Umbruchs, der Schwenkungen und der Erneuerung vor. Also hier setzt sich ganz viel Veränderung in Gang und das Ganze nimmt mehr und mehr Form an. Also man erkennt, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich glaube, das war so fast das letzte halbe Jahr des alten Jahres, habe ich in fast jeder Legung Veränderungen, Transformationen gesehen. Und hier sieht man jetzt nicht mehr so extrem diese Aussage nur auf die Veränderung oder auf die Transformation gezielt, sondern man sieht hier, in welchen Bereichen sich das eigentlich auch ereignet.
Und das ist das, was euch Mut machen muss, was euch wirklich auffordert, nehmt es an, begrüßt es und erfreut euch dran. Ich wünsche euch einen fantastischen Februar, meine Lieben. Freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Liebe für euch. Bis dahin.